Jedes Kind hat dieses eine Geschenk, das es mehr als alles andere zu Weihnachten haben will. Dies ist die Geschichte von meinem. Buchstützen? Da sind Baseballs drauf. Das sehe ich. Nein, nicht die. Nintendo. Ein Labyrinth aus gummiummantelten Kabeln und elektronischer Intelligenz. So fortschrittlich, dass man es nicht nur Spielkonsole nannte, sondern 8-Bit Entertainment System. Kein Nintendo in meinem Haus. Das sehe ich auch so. Also, Nintendo ist ein No-Go. Ich brauchte ein Weihnachtswunder. Es war im Jahr 1987. Oder was, 88? Der Super Bowl war 86. Ist das denn wichtig, Dad? Oh. Na schön. Es war im Jahr Ende der 80er. Ich war 11 Jahre alt. Hattest du einen Helm auf? Ja, in den 80ern haben wir immer Helme getragen. Meine Freunde und ich hätten alles getan, um damit zu spielen. Hat wer aus dem Fußvolk Lust auf eine Runde Nintendo? Ja! Was habt ihr mitgebracht? Kein Sonnenmüll! Fahrgeld nicht zurückverfolgbar! It's the final countdown! Eines wurde mir klar. Ich brauchte mein eigenes Nintendo. Das ist wichtiger als Weihnachten. Unser Vietnam. Ich glaube nicht, dass das so gemeint ist, wie du es meinst. Ich habe keine Ahnung, was gemeint ist. Wir werden so viel Ärger bekommen. Manchmal geschieht an Weihnachten, gerade wenn man alle Hoffnung aufgegeben hat, auf einmal etwas Magisches. Nach 20 Minuten weg. Es war schrecklich. Eine Frau hat einer Grandma eine reingehauen. Die waren sogar verwandt. Erfindest du das alles nur? Nein, nein, niemals. Habt ihr vom Kranzwettbewerb gehört? Der erste Preis ist ein brandneues Nintendo Entertainment System. Ja! Ja! Ich werde dich umbringen. Warte kurz. Es gibt keine Regeln. Dieses Nintendo gehört mir. Was willst du? Kaufen Sie einen Kranz? Ma, der Junge findet einen Kranz scheiße. Videospiele. Verursachen lauter eigenartige Störungen bei Kindern. Was? Es waren die 80er. Da wurde es ernst. Red Dog, hier ist Bluebird. Hier ist Rambo One. Was ist mit Red Dog? Hab's geändert. Wir dürfen jetzt die Namen ändern? Hier ist Millennium Falke, super cool. Wuhu, Wahnsinn.